Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Murdered Soul Suspect. Wir haben den ersten Dämon erledigt. Ich hatte dazwischen eine Pause gemacht und dann den Spaß, dass ich das hier nochmal versuchen durfte. Aber diesmal ist es wenigstens gleich beim ersten Mal gelungen. Nun ist die Frage, wie machen wir es mit dem Typen da hinten? Wir müssen auf jeden Fall erstmal näher ran. Die lässt sich ja immer noch nicht helfen, denke ich mal. Wir müssen eigentlich an dieses Versteck rankommen. Und ihn ablenken und dann unser Glück versuchen, würde ich mal behaupten, ne? Wir haben es geschafft. Puh, war ich gerade angespannt. Wir gehen nochmal in Sicherheit. Gucken nochmal. War das der letzte? Ist hier noch irgendwo einer? Sind hier oben noch irgendwo welche? Oben scheinen keine zu sein, aber wahrscheinlich kommen die noch, wenn wir jetzt irgendwo langlaufen. Okay. Weil hier sind ja genug Portale. Deswegen ich echt ein bisschen paranoid bin. So, wir können nach draußen, oder? In die Stadt, genau. Da wollen wir doch eigentlich hin, wenn ich nicht irre. Verdammt, was jetzt? Ich frage mich, ob wir noch so eine Überfähigkeit bekommen, wie das kleine Mädchen erzählt hat. Huch. Verdammt. Die Katze kann uns sehen. Also, wo ist sie hin? Nette Katze. Ich mag Katzen. Ja, das sind Hunde ein bisschen freundlicher. Wobei gegenüber Geistern, man sagt ja, dass Tiere sowas spüren und dann bellen und machen und drum und dran. Das wird auch oft in Filmen so dargestellt, dass dann irgendwie, wenn ein Vampir kommt, die Hunde bellen und sagen, du machst uns nichts vor, du bist nämlich voll der Vampir. Welcher Hinweis? Sagt mir, wo sie hin will. Dachboden der Kirche? Nee. Notiz der Mutter der Zeugen? Ich denke mal hier die Notiz der Mutter, dass sie eben ins Revier will. Ich denke mal, da möchte sie jetzt auch hin. Dam, dam, dam. Ich bin so gut. Geh jetzt. Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Ja. Ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Katja, hast du uns immer noch? Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Witzig. Gut. Kein Wunder, dass Katzen immer so ein bisschen merkwürdig sind. Wahrscheinlich sehen sie die ganzen Tag Geister. Sind deswegen so ein bisschen... Ach, ich mag Ronan. Ich hoffe sehr, dass es gut für ihn ausgeht. Zeit zum Revier zurückzukehren. Hat er nicht gesagt, stand aber da. Da hier viele, viele Verstecke sind, denke ich mal, wir sind hier nicht alleine. Wobei bisher schon. Huch. Achso, das war unsere Erinnerung. Aber hier sind so viele Erinnerungen. Verstecke. Das kann nicht gut sein. Begib dich zum Polizeirevier. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das nicht. Also, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Hallo? Ich bin voll paranoid irgendwie. Es muss ja nicht mal was passieren. Hallo? Keiner? Wirklich? Da komme ich jetzt raus. Nein, weggefressen von den Dämonen. Nein, ich bin echt skeptisch. Und ich tue mich ja momentan noch ein bisschen schwer damit, rechtzeitig zu reagieren. Wenn ein Dämon sich nähert, beziehungsweise ihn zu töten. Die denkt wahrscheinlich immer noch nichts anderes als zuvor. Ich würde den Boss sofort der Hexerei beschuldigen. Wird? Ich wünschte, Geister wären real und man könnte einfach mit ihnen reden. Sie sagt immer noch dasselbe. Ich weiß noch nicht, warum sie am Boss der Hexerei
entschuldigen. Dramatische Musik. Warum? Ach, wie konnte ich das nochmal wegmachen? Gar nicht. Okay. Hier kamen wir nicht durch. Ist natürlich Mist. Was ist das hier? Ah. Oh. Haben wir übersehen. Jeder geheime Schatz wird öfter wahrgenommen. Jeder geheime Schatz wird öfter wahrgenommen, als die Dunkelheit weiß. Oh, hier ist noch eins. Haben wir das übersehen oder ist das jetzt neu da? Sie hatte so viel Potenzial. Das ist ein furchtbarer Schock, gerade jetzt. Sie wurde an Smith College angenommen und war auf dem Umzug vorbereitet. Aha. Ich frage mich jetzt trotzdem, ob wir hier irgendwo welche Sachen übersehen haben oder was wie wo. Ich gehe nochmal ganz kurz hier in der Ecke gucken, ob hier noch irgendwas Neues aufgetaucht ist. Hier hatten wir auf jeden Fall geguckt. Bei der anderen Ecke war ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Und mein Magen knurrt übelst. Also nicht nur so ein bisschen, sondern übelst. Ah, wir können es entfernen. Guck mal hier. Sieh mal einer Schau. Enthüllen und einsammeln. Die ewige Flamme, noch 14 zum Aufdecken. Alter, wir müssen also nochmal wahrscheinlich alles jetzt hier absuchen, oder was? Oder wie, oder was, oder wo, oder warum? Entfernen? Nö, können wir nicht. Woran sehe ich denn, was ich entfernen kann und was ich nicht entfernen kann, frage ich mich gerade, außer wenn man jetzt gezielt davor steht und da entfernen steht. Würde ich halt gern wissen. Wenn was Gelbes leuchtet, ja, okay, das tut's jetzt ja hier nirgendwo. Aber entfernen können wir hier das hier zum Beispiel auch nicht, oder? Um hier dahinter zu gucken oder reinzugucken? Nö. Okay. Ja, vielleicht ist es jetzt auf dem Rückweg einfach nur alles, was wir jetzt noch einsammeln können. Ich guck mal da hinten noch. Und dann machen wir uns ganz normal auf den Weg. In der Hoffnung, keine Story zu verpassen oder, wenn doch, sie vielleicht irgendwann nachholen zu können. Dass man vielleicht, wenn man das Spiel durch hat, noch irgendwie die Kapitel wieder anwählen kann. Oder so ähnlich. Natürlich. Hier kommen wir nicht durch und wir können nichts anwählen, um uns zu switchen. Also doch den langen Weg. So. Aber nichtsdestotrotz. Sind wir jetzt hier? Machen wir weiter, sobald ich weiß, wo wir hin müssen. Also, wo wir hin müssen, weiß ich ja inzwischen, aber wie wir da hinkommen. Ach so, hier rum. Ganz kurz. Ja, niemand. Bin voll paranoid wegen den Geräuschen. Oh. Und vielleicht auch wegen dem einen oder anderen Geist, den ich hier sehen kann. Da war wieder eins. Manchen Fragen kann man nicht entkommen. Das sind so irgendwie die Satzbausteine, was sie uns am Anfang auch gesagt hat. Das hat sie ja anscheinend irgendwo überall niedergekritzelt als Info. Obwohl die ja nicht für uns sind. Dabei hat sie ja bei uns genau dasselbe gesagt bisher. Oder so ziemlich genau dasselbe. Oder ähnliches. Artverwandtes. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Ich habe Angst, dass ich hier durch irgendwas durchgehe und dann ist plötzlich mal irgendwann so ein Dämonenloch genau dahinter so gleich weggeschmatzt. Und da bin ich etwas ängstlich. Die reden immer noch. Drahtstandner. Braucht man sich nicht wundern, dass die Polizeiarbeit einfach nicht vorangeht. Hier kommen wir nicht durch. Besitz ergreifen bringt anscheinend bei den Leuten, die uns bekannt sind, nichts. Weil die sich nur wiederholen. Wir können nicht durch Erinnerungen laufen. Hier leuchten Sachen. Die unterhalten sich immer noch. Oh, Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Hallo. Alles, was im Schatten verborgen ist, macht mir Angst.
Zu Recht. Was? Was war das? Okay, die ist ein bisschen paranoid. Außerdem treibt die uns gerade voll von dem Platz weg, wo wir eigentlich hin wollten. R. Das ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Nein, ich glaube, Ronan hat das auch so ein Stück weit für sich entschieden, selbstständig zu sein. Und eben hier als Polizist tätig zu werden. Da auf hier im Kreis zu rennen, du nervst, Vibe. Gehen hier nochmal gucken. Wenn man durchgepasst. Außer man ist dick. Da hinten ist noch was. Nipsa. Ich bin echt misstrauisch, warum hier so viele Verstecke sind. Gefällt mir nicht. Wir waren nervös wegen der Anzahl an Kerzen und Öllampen, die Claire im Haus hatte. Sie liebte gedämpftes Licht, besonders bei ihren Seancen. Sie hatte sie nicht ernst genommen. Sie wollte bloß mit toten Berühmten sprechen. Na, das können wir entfernen. Alles, was so zittert wahrscheinlich, ist halt so meh, wegzukriegen. Wow. Jetzt können wir hier reingucken für was? Okay. Aber hier hinten ist noch... Nö. Es sah aus, als ob wir das noch enthüllen könnten. Okay. Es ist viel zu verwinkelt. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufen möchte eigentlich. Ach so. Miesikatzi? Brauchen wir dich etwa nochmal? Ach, hier ist der Spielplatz, genau. Da können wir auch noch was einsammeln. Todesursache. Opfer starb an massivem, stumpfem Trauma, als das Bücherregal in ihrem Geschäft auf sie stürzte. What? Was macht denn das hier? Und die Musik ist irgendwie echt schräg. Da oder da? Geh das mal hier hin. Mein Leben überdenke. Diese Straßenkämpfe. Kaum zu glauben, dass ich so lange gelebt habe. Es war abgefahren, wie oft sich jemand mit mir anlegte. Von klein auf. Anfangs wollten sie mir einen Dämpfer verpassen, dann etwas mit den gescheiteren Versuchen, mich zu verprügeln, beweisen. Hat sie denn nie einer gewarnt? Schlafende Hunde sollte man nicht wecken. Ich mag ihn. Ich muss ja mal ehrlich gestehen, ich habe mich auch ziemlich viel geprügelt als Kind. Ja, ich weiß, Mädchen machen das nicht, aber ja, doch, ich schon. Es hat sich aber geändert. So in der 5. Klasse ungefähr. Familie ist das, was man bekommt und was man daraus macht. Das Essen mit Rex und Ronan, den zwei Männern in meinem Leben, war großartig. Die Chancen, dass die beiden beste Freunde werden wie Brüder, stehen gut. Sie können in Gegenwart des anderen sie selbst sein und ich sehe eine neue Seite an beiden. Ich bin so dankbar. Wer ist Rex? Ist das ihr Bruder? Aber der hat doch gesagt, ich will nicht, dass die mit so einem Idioten zusammen ist und blablabla. Oder? War es, glaube ich, ihr Bruder, der sich da so ein bisschen beschwert hatte. Was können wir hier noch einsammeln? Werbefoto des Opfers mit ihrer Hand über einer Kristallkugel. Eine kleine Gedenkfeier wurde einen Tag später abgehalten. Wieder irgendwelche Pseudo-Wahnvorstellungen, irgendwas Gedönse. Und ich glaube, wir haben schon einen Weg übersehen. Oder wir kommen jetzt gleich noch hier hin. Hier können wir auch noch was entfernen. Hallo. Wow. Die lohnen total. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Was haben wir hier jetzt noch? Nur ein Durchgang? Wahrscheinlich. Huch. Habe ich mich gerade vor diesem Hydranten erschrocken. Genau. Gut, gut. Ah, hier ist noch was. Aber 3 und 5, das heißt, es muss noch mehr da sein, oder? Todesursache war ein Verbrennungsschock. Kerosin aus einer Öllampe bedeckte die Vorderseite ihrer Kleidung, Hände und Gesicht. Wahrscheinlich verschüttete dann von einer Flamme in der Nähe entzündet. Okay. Aber das sind jetzt ja nur 2 Sachen. Das war 5 und 3. Das heißt, die anderen Zahlen müssen ja noch... Upsa.
irgendwo hier sein. Oder nicht? Mel! Ich bin eine Katze. Oh. Genau, hier war die 5. Und sonst ist hier kein Beweis. Komisch. Eigentlich komisch. Warum nur die 5 und die 3? Oder bin ich einfach so blind, dass ich es nicht sehe, oder? What? Oh, jetzt bin ich hier durchgegangen, ohne zu gucken. Aber ich glaube, wir laufen eh nur im Kreis. Ich habe halt eine Bombenorientierung, ich weiß, wie immer. Ne, das war nicht der Durchgang, da war der Durchgang. Wie kam ich denn jetzt wieder auf die andere Seite? Ach, ist egal. Wir gehen einfach hier lang. Hallo. Da sind wir rein. Hier sind wir reingelaufen, ja. Tap, 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 tap. Hier gibt's nichts? Nein, hier gibt's nichts, aber da gibt's was. Heute fragte er mich und ich wusste ehrlich nicht, was ich sagen sollte. Ich will mit ihm zusammen sein, ich liebe ihn. Aber als er mir einen Antrag machte, konnte ich nichts sagen. Als sei meine Stimme fort und er kniete dort, erdrückt von meiner Stille. Dann stand er auf. Es dauerte 5 Minuten, bis ich ihm sagen konnte, dass ich nachdenken muss. Oder habe ich es jetzt vermasselt? Alter, armer Ronan, das muss so peinlich sein. Ich meine, du denkst dir so, boah, heute machst du ja voll romantisch und dann weint sie und sagt, ja, ich will und dann, und yay und hast du nicht gesehen und dann in Wirklichkeit guckt sie dich einfach nur erstmal an, so, ich muss drüber nachdenken. Assi. Aber es ist ja gut gegangen. Würde ein neuer Polizeichef sich besser schlagen? Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Bug, aber ja stimmt, die Wand steht ja dort nicht in echt. Und hier sind jede Menge... Ich höre doch die ganze Zeit diese Viecher. Die sind hier doch irgendwo. Wir gucken uns erstmal nur um und enthüllen, was wir enthüllen können. Ah ja, noch so ein Gasbehälter. Sehr gut. Ich glaube, wir laufen schon in die richtige Richtung, von daher würde ich gerne mal... Alter, wie viele Katzen, alle sehen sie gleich aus. Dass da nicht mal eine gestreifte dabei ist, das deprimiert mich etwas. Okay, hier können wir auch durchlaufen. Hallo. Was total viel bringt hier. Gut, dann waren wir jetzt hier in der Gasse überall. Gehen wir also wieder nach vorne. Und ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz gucken. Boah, ich habe mich verlaufen. Doch. Auf der anderen Seite, da war nämlich hier so irgendwie so ein Spielplatz und ich dachte, wir müssen vielleicht in die Richtung, aber müssen wir ja gar nicht, von daher können wir jetzt erstmal gucken. Weil da hinten leuchtet es auch noch. Alter, wie groß ist denn das hier? Ich bin voll überfordert. Entschuldigung, dass es so eine Suchfolge geben wird, aber... Alles, was im Schatten verborgen kann's irgendwie nicht ändern. Macht mir Angst. Ah ja, ich war hier verein. Deswegen setze ich mich abends auf eine einsame Parkbank. Weil ich mich so fürchte. Der Tag, an dem wir uns kennenlernten. Ich erinnere mich immer noch an das erste Mal, dass ich ihn sah. Ronan hatte diese schurkige Angeberei und ich gebe zu, das gefiel mir. Aber was mir noch mehr gefiel, war das Herz unter der Fassade, das er nicht verstecken konnte. Er war ein Typ aus einer üblen Gegend, aber er hatte... Was? Aber es hatte ihn nicht so abgehärtet, wie er gern vorgab. Ach süß, die hatten einen Blick füreinander. War komisch, dass sie dann eben erstmal so gezögert hat, wenn sie ihn doch eigentlich so gut erkannt hat. Wie heißt nochmal das Spiel mit der coolen Grabräuberin? Das kennt niemand. Wie weh tut ein Tattoo? Korb hatte so viele. Tattoos tun an sich nicht weh. Ich spreche aus Erfahrung. Kommt immer drauf an, wenn man gut gegessen hat und ausgeruht ist, dann tut's eigentlich nicht weh. So ruhig. Was für eine verschlafene Stadt. Noch mehr Verstecke. War hier nicht noch irgendein Glitzer? Ich habe 2 Glitzern gesehen. Bin ich blöd?
Wo glitzert's? Da ist Nebel. Wo glitzert's denn? Hier hat's doch geglitzert. Ach, geh weg. Da, genau. Schön. So, und was haben wir da? Zeitungsartikel Nummer 2. Die Polizei Salems hat noch immer keine offizielle Verbindung zwischen den kürzlich gewaltsamen Todesfällen hergestellt. Gerüchte, dass dies das Werk eines einzigen Mörders ist, nehmen zu. Aufgrund fehlender weiterführender Hinweise ist der einzige Zusammenhang ein merkwürdiges glockenförmiges Symbol an vielen dieser Tatorte. Niemand hat auch nur die leiseste Ahnung, was das Symbol bedeuten könnte, aber der Glockenmörder hat vielleicht persönliche Gründe, seine Handschrift zu hinterlassen. Oder er ist einfach nur auf Humus. Man weiß es nicht. Immer noch alleine? Ja, tatsächlich. Aber hier wird es so neblig, hier sieht man nicht mehr viel. Hier ist noch ein Gasbehälter. Und da drüben scheint nochmal was zum Lesen zu sein. Ronans Kindheit. Ronans Eltern klingen sehr instabil. Es muss wirklich schwer für ihn gewesen sein, aufzuwachsen und dem instabilen, kriminellen Weg seiner Eltern zu folgen. Und jetzt ist er mein Rohdiamant. So eine gute Seele und stark genug, um das Gute beizubehalten mit allem, was er wegen seinen Eltern durchmachen musste. Es ist selten, dass jemand, der tatsächlich einen guten Grund hat, von seinen Eltern und ihrer Art der Erziehung gefrustet zu sein, sich nie beschwert. Er ist ein so viel besserer Mensch, als alle annehmen. Ja, ja, das glaube ich auch. Das weiß ich nicht. Meine Sympathie hat er schon mal. Noch mehr. So viel zu lesen. Sie würden niemals Selbstmord begehen. Sie waren glücklich mit ihrem Leben, hatten viele Freunde. Jemand muss ihnen das angetan haben. So muss es sein. Ja gut, von denen kann man irgendwie eh nichts erfahren. Huch, da ist ein Geist. Hi. Nach Zeit. Du siehst schuldig aus. Was heißt Nachzeit? Hey Kumpel. Achso, nach der Zeit fahren. Bist du im Dienst oder was? War ich mal. Hab hier 10 Jahre gearbeitet, bis ich's nicht mehr ertragen konnte und mir eine Kugel verpasst hab. Manche Geheimnisse wiegen einfach zu schwer. Was genau hast du gemacht? Etwas Landschaftsbau. Meistens Gräber ausheben. Halt das, was man von einem Friedhofswärter erwartet. Du weißt, dass ich das nicht meinte. Hör zu. Du warst mal ein Detective und ich ein bescheidener Friedhofswärter. Belassen wir es dabei. Von mir aus, ich wollte bloß helfen. Tja, man kann nicht jedem helfen. Manche wollen nicht über ihre Schuld reden. Da ist noch ein Geist. Die sieht aber eher motiviert aus, vielleicht mit uns. Nein! Da geht's nicht lang. Und Gott sei Dank. Ist mir recht. Hier, die sieht doch schon wieder ein bisschen hilflos aus. Ich glaub's einfach nicht. Bist du jetzt glücklich, du Arsch? Ist das das, was du wolltest? Du hast gesagt, ich wäre die eine. Eher eine von vielen. Das scheint vielleicht ihr Ex. Oder wie? Sieh ihn dir an. Was für ein Schwein. Er fühlt sich nicht mal schuldig wegen dem, was er getan hat. Wie er sie anstarrt. Was bist du für einer? Was hast du gemacht? Wir können ihn nicht anhören. Und sie auch nicht. Wir können einfach nur hier unsere Hilfe anbieten. Harte Trennung? Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er heiratet eine andere. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass er noch eine andere ist. War sie es? Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht, bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen. Egal, was dabei rauskommt. Okay. Ich sehe es mir an. Das heißt, wir dürfen hier mal wieder... Hat er sie betrogen? Beeinflussen. Gebrochenes Herz. Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die,
Wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Klingt jetzt nicht danach, als hätte er sie betrogen. Was ist mit ihr? Das hat sie nicht erzählt? Okay. Upsa. Kuh? Guck mal. Brochenes Herz. Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus. Als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Können wir nochmal bei ihm hier reinhorchen? Nö, können wir nichts mehr machen. Eine Schulter zum Ausweinen. Antwort finden. Hat sie nicht betrogen. Hey, warum? Bad. Moment. Hat er sie betrogen? Können wir hier überhaupt irgendwas nehmen? Ja, okay. Oh, das war immer. Ich drücke immer Escape, wenn ich hier raus will. Ja, toll. Und was machen wir jetzt? Vielleicht müssen wir noch andere Hinweise finden. Was ist das da zum Beispiel? Es leuchtet, es glitzert. Ich muss es haben. Friedhof 32 gegründet. Als Teil der Kirchfriedhof wurde angekommen. Blablabla. Siedler, Kolonie. Massachusetts, gewisse traumatische Ereignisse erweiterten den Friedhof erheblich und eine davon gab ihm seinen Namen. 65 erkannte eine Schiffsbesatzung von Immigranten aus London, die vor der Pest flüchteten, dass sie bereits infiziert waren. Sie wurden im Friedhofsgebiet unter Quarantäne gestellt und warteten dort auf den Tod. Nach ihrem Tod wurden die Leichen verbrannt und die Asche vergraben. Seitdem ist der Friedhof der Ashland Hills. Okay. Ach so, das hatten wir uns ja schon angehört. Können wir nochmal mit ihr reden? Weil die Antwort können wir ja noch nicht finden, ne? Hat der Mann sie schon mit seiner Verlobten getroffen als seine Ex? Bla bla bla. Ja, aber ist doch nein. Wir wissen es doch inzwischen. Warum können wir das nicht... Was fehlt uns noch? Was fehlt uns? Oh, da hinten ist was. Ich bin gerade echt ein bisschen irritiert. Was wollen die noch? Was? Opfer am Deckenventilator erhängt. Möglicher Selbstmord, aber keine Notiz. Glockensymbol deutet möglichen Mord an. Ja, oder ist eine Ablenkung oder was auch immer. Hä, wie helfen wir denen jetzt? Quo, Antwort finden. Ne? Aber wir brauchen drei Sachen. Zwei Sachen fehlen noch. Oder muss es die richtige Reihenfolge haben? Ah, es muss die richtige Reihenfolge haben. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. Hey, du hast dich voll umsonst umgebracht. Du bist nämlich einfach nur impulsiv. Hast du irgendwie eine Kontrollstörung und es ist beendet, statt einfach mal eine Frage zu stellen, wie es erwachsene Leute machen würden. Yay. Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles. Weg. Okay, wieder mal ganz kurz nebenbei einen Fall gelöst. Easy going. Nichtsdestotrotz
brennt das? Kuschel mich! Ich glaube, es ist nicht mal derselbe Typ. Alles nur Nachahmer. Achso, ich dachte, jemand, der sie umarmt. Ach, ist nicht mal derselbe Typ, ist nur Nachahmer, der gesehen hat, wie ich umarmt wurde. Jetzt umarmt er mich auch. Vogel. So. Ja, die unterhalten sich hier eh alle nur und geben irgendwelche Ideen ab. Weiß ich nicht, was wir davon halten sollen. Das ist kein Zettel. Oh. Waren wir hier schon? Mit? Alter, ich habe keine Orientierung. Ja, ich glaube, von hier sind wir ja gekommen. Genau. Haben wir den Typen dort gesehen? Genau. Dort konnten wir nicht rein, Gott sei Dank. Okay, dann haben wir, glaube ich, alles abgegrast und abgeknuspert, was wir hätten mitnehmen können. Brrr, brrr. Kitzelt die noch nicht mal. Ich glaube, wir sind schon wieder über der Zeit, ja. Natürlich. Aber wir sind ja jetzt eh hier an diesem Punkt wieder angekommen, jetzt wo ich mich auch wieder orientieren kann. Dann würde ich sagen, wir laufen wir halt in der nächsten Folge zu dem Polizeirevier und haben jetzt halt einfach nur mal ein bisschen Sucharbeit und guter Geist gespielt. Ja, dann würde ich sagen, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen zäh war, weil jetzt nicht wirklich viel Action oder so passiert ist. Sondern wir eigentlich nur ein bisschen uns umgehört haben. Aber ich finde es eigentlich gerade in so einem Spiel auch sehr interessant, die Story zu verfolgen und dort möglichst alles mitzunehmen. Und ja, weiß ich nicht, wie es euch geht. Wenn ihr sagt, nee, ich spiele das einfach schneller durch und einfach Hauptstory, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich würde halt gern schon so die ganzen Nebensachen auch mitnehmen. Ihr könnt ja mal eure Meinung da lassen. Von daher, bis zum nächsten Mal. Tschüss.